So, wunderbar, dass ihr heute wieder mit an der Partie wart. Abo dalassen, wie immer, nicht vergessen. Und Moment mal. Moment. Die Folge fängt doch gerade erst an. Gut, dann fangen wir doch jetzt erst an. Falls ihr euch wundert, warum ich hier stehe und nicht hinten bei diesem Bossgegner, ja, bei dem war ich und ich pack den einfach noch nicht. Ich habe jetzt ein paar Versuche gemacht, den auch ganz gut hinbekommen, aber ich krieg den noch nicht hin. Deshalb, ich werde den einfach so zwischenhauen. Wenn ich den packe, ich habe dann irgendwann einfach die Nerven verloren. Und ihr kennt das ja, wie das dann bei Dark Souls ist. Ich, nach dem 20. Versuch, haben mich dann die Mobs, die davor eben standen, schon umgebracht. Deshalb, wir schauen uns den später an. In der nächsten Folge vielleicht, dann zerhacke ich ihn. Oder in der übernächsten. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich denke, wir schauen uns jetzt erstmal hier vorne um. Und schauen mal, was hier hinter dieser Tür los ist. Ich meine, was ist das bitte für ein Geschrei? Krass, oder? Ich bin jetzt echt, ich habe ein bisschen Schiss, was dahinter ist. Mal gucken. Oje, 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 oje. Hallo? Hallo? Ob wäre der Aufzug direkt nach oben? Oje, jetzt kommt irgendjemand nach unten, sagt. Das Begrüßungskommentier oder was, kann man da unten reinspringen? Oh. Warte mal, hey, das ist doch der Zwiebelman! 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 Wie geht's dir, altes Haus? Oh. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegwert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Verstehe, also es ist wieder unsere Aufgabe, ihn wieder durchs Spiel zu geleiten, sozusagen. This lift only with a little warming up. Eventually. No. I've got to use my head and think. Er ist auch sehr, sehr positiv. Okay, jetzt macht er das nur noch schnell. Ja, der Aufzug fährt anscheinend nur nach unten. Wir, warte mal, was können wir denn hiermit machen? Ja, damit können wir wahrscheinlich einfach nur rufen. Und wenn der von da unten kam, wie kommen wir denn jetzt nach da oben, verdammt nochmal? Ah, das wollte ich doch gar nicht. Okay, dann sind wir jetzt auf dem Weg nach unten in die nächste Hölle. Ach du Scheiße. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Kuckuck. Echo? Was ist denn diese ganze Zeit dieses Geräusch? Das ist ja furchtbar. Das ist ja wirklich, wirklich, wirklich schrecklich. Na ja gut, dann schauen wir doch nochmal, warte mal, was ich gerade nochmal ausprobieren will, ist, ob wir vielleicht hier irgendwann nach unten springen. Nee, können wir nicht. Warte mal. Theoretisch ja, praktisch nein, würde ich sagen. Ich glaube, da geht es nicht wirklich runter. Aufzug schon mal nach oben gefahren, ebenfalls wie immer. Wir sterben werden. Ich vermute mal, das wird uns hier auch gleich einholen, so wie ich das Spiel kenne. Und dann schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Sieht schon mal sehr interessant aus, und dieses Geschrei, wo das herkommt. Warte mal. Immer wenn ich so durch so Türen gehe, dann kriege ich irgendwie so ein komisches Gefühl. Und das sieht doch auch irgendwie auch wie so eine Falle. Oh oh, was ist das denn? Eine Glut. Du Scheiße, wer ist das denn? Alter, wer bist du denn bitte? Sag mal! Entschuldigung, können wir mal ganz kurz normal diskutieren? So, da sind wir wieder. Mittlerweile bin ich natürlich unterwegs einmal gestorben. Ist ja klar, muss ja auch sein. Dann hauen wir jetzt mal eine Auffrischung rein. Die habe ich mir gekauft bei der lieben Madame, die wir entdeckt haben. Ist alles schon in dem einen Let's Play erklärt worden, was jetzt eigentlich so zwischendrin weghängt. Sozusagen.
Ja, wenn ich nicht so ganz überrascht bin, dann ist es auch nicht so wirklich ein Problem für mich, verdammt nochmal. Eieiei, hoffen wir, dass der Typ jetzt nicht jedes Mal hier ist, so wie viele andere der großen Gegner. Was haben wir denn eigentlich jetzt für ein cooles Schwert hier gefunden? Mal schauen, was haben wir denn da? Hier ist es doch. Grades Irithyl-Schwert. Irithyl. Aus Irithyl oder Irithyl? Wow! Alter Schwede, was war. Moment mal. Was ist das denn für ein abgefahrenes Schwert, bitte? Ob das den Gegner. Kommt, das benutzen wir jetzt mal. Das ist ja abgefahren. Das benutzen wir jetzt mal. So. Ach, jetzt macht er nicht hier solche Spirenzchen. So, jetzt, das machen wir jetzt weg. Okay, und jetzt haben wir nur hier dieses wunderschöne. Das sieht ja geil aus. Das probieren wir jetzt direkt mal aus. Und schwupps geht's durch die nächste Tür. Und wo sind wir? Irgendwo anders. Juchai. Pfad der Opferung. Ja. Oh, natürlich ist jetzt hier ein Leuchtfeuer. Ist ja klar. Ich meine, das ist super, dass es jetzt ein Ziel ist. Ja. Mal so ganz, ganz nebenbei, aber. Hätte auch schon ein bisschen früher sein können. Also ich will ja nichts sagen, aber also das Spiel macht teilweise Leuchtfeuer alle 3 Meter. Und dann, wenn so eine Sequenz wie eben gerade ist, wo man sich wirklich langwierig durchkämpfen muss, dann, oh, was ist denn das da? Der Bigfoot! Bigfoots Bruder! Sein Neffe, der Onkel, die Schwester! Ach du Scheiße, was geht denn da ab? Du Scheiße, ist ein Engel oder was? Ein gefallener Engel. Das Schwert ist nicht schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein gutes Schwert. Sieht auch schön aus. Okay, was ist hier? Oh, da ist einer. Unterliegt ein Ding, sonst können wir. Verlassen wir uns jetzt drauf fallen. Da rennen wir jetzt vor. Haha! Pech gehabt. Wir waren besser. Oder vielleicht auch einfach gemeiner. Das lasse ich mal jetzt so dahingestellt. Ein Beichtstein. Beichtstein. So ein bisschen religiös das Spiel. So einen ganz leicht religiösen Touch hat das Spiel, würde ich doch irgendwie sagen, oder? Warte mal, hier, da sind umgefallene Wagen. Da hinten ist noch so ein Flügelviech. Und hier oben haben wir hier irgendwas? Ne, warte mal. Da drüben, hier ist nichts. Hier ist ein Baum. Einfach mal dagegen gehauen. Könnte ja sein, dass er lebt. Man weiß es ja wirklich nicht. Oh. Komm, den holen wir uns auch so. Und da rennen wir auch einfach vor und. Besser so als anders. Guck mal, da hinten, da leuchtet wieder was. Was ist das und was ist hier unten? Ach, da geht's aber tief runter. Holla, die Waldfee. Kommen wir da irgendwie. Warte mal. Das sah eben gerade hier so nach einem Pfad aus. Ist aber keiner. Gut, dass ich nicht dann doch da lang gelaufen bin, wie ich das in der ersten Sekunde wollte. Nee, hier führt gar kein Weg lang. Gut. Oh, was ist denn das da? Moment. War da hinten? Da ist der und die zwei. Ach du Scheiße. Was machen die da? Unterhalten die sich gerade? Wollen wir mal kurz zuhören? Okay. Sonderlich viel haben die nicht zu berichten. Hiya! Das ist ganz praktisch, er mit seinem Aufbaumechanismus hier. In der Zeit kann ich ihn in aller Ruhe kaputt hauen. Krähendämon. Oh, das ist ein Krähendämon. Oh, alter Schwede, was ist das denn? Der Nebel des Todes oder was? Ist aber jetzt, sag ich mal, nicht so effizient, dieser Spell. Das hat er gerade gemerkt. Warum geht der mal weg? Ja, ich bin jetzt hier drüben. Guck mal, hier drüben. Oh. Wow. Was ist jetzt hier gerade passiert, bitte? Nein. So, bitte sehr. Jetzt wollen wir den und diesen da hinten. Alter Schwede, war das gerade ein Spell oder was? Nein, bleib doch mal mit dieser Wolke hier weg.
spreche ich einfach ein heiliges Gebet. Heiliges Gebet, ich spreche dich für wahr, die Auffrischung des Todes. Ach, die Auffrischung dauert aber so lang. Scheiße. Ach komm, jetzt haken wir jetzt einfach. Wie schwer kann der denn schon sein? Jetzt ist er wieder sauer. Zweihändig. Warte mal, hier diese komische Wolke. Die lassen wir mal weggehen. Jetzt kommt sein... Okay, jetzt. Nein, doch nicht. Doch nicht, doch nicht. Ah! Heieieieiei. Okay, bei dem... Wie die Federn dann noch runterflattern, wenn man den zerhackt hat. Sehr cool. Warte mal. Oh, hier führt ein kleiner Pfad entlang. Wo führt er uns hin? Ja, das klingt, als wäre da oben einer. Oder da unten. Ah, wahrscheinlich ist das hier so der Geheimgang, wie wir da hinten zu diesem Dingsbums kommen. Seht ihr das? Carsten, mir gerade nochmal eine kleine Auffrischung. Das ist schön, dass sie so wenig Mana verbraucht. Komm, wir springen jetzt einfach mal hier runter. Und holen uns hier hinten, was da auch immer liegen mag. Der Bandit. Ne Band. Wer bist denn du? Wer zur Hölle bist du? Und warum greifst du mich an? Jetzt reicht's aber langsam. Oh. Die fällt eh gleich runter, aber die will ich so zerhacken. Wer kriegt ihre Waffe? Steckt ganz schön was ein, ne? Mal so nebenbei. Aua! Komm, jetzt halt doch mal stehen. Eieieiei! Wow! Holla, die Waldfee! Wer war das denn? Mütterchen Axt? Schlachtermesser. Hui. Ich weiß, dass es zwar da weitergeht, aber ich will sehen, was es hier noch gibt. Warte mal, hier führt der Weg nach oben. Genau, den wären wir gelaufen, wenn wir denn dann... Hallo, Essenzenmann. Ja. So schaut das aus, wenn du dich mit deinem richtigen Retter anlegst. Ja, okay, natürlich. Und wenn du Erdnüsse zu schnell isst, dann passiert das ungefähr genau das Gleiche. Aber abgesehen davon, sieht das dann eigentlich nur so aus, wie es aussieht. Okay, so, dann schauen wir doch mal hier oben. Was hat der dabei? Kleine Titanscheibe. Das ist sehr, sehr fein. Ach so, warte mal. Werden wir jetzt hier... Ach so, wir hätten nur darunter springen können. Ich dachte eben gerade, hier ging es weiter. Aber anscheinend ging es da gar nicht. Moment, schauen wir mal da nochmal nach. Ich dachte, hier ging es jetzt weiter. Aber dem war nicht so. Außer da hinten steht noch so ein Zauberer und da steht noch so ein Typ auf der... Oh Moment, unterhalb der Brücke. Aber ich glaube, da ist nichts. Ich glaube, da ist nichts, aber trotzdem... Ah, wie geil dieses Schwert, dass es so ein Geräusch macht. Ach, warte mal, lass uns noch mal kurz den Wagen hier angucken, ob vielleicht in dem Wagen irgendwas drin ist. Aha! Ein unbekannter Reisender? Ja, schade. Sieht aus wie die Wagen vom letzten Einhorn. Könnte auch das Ungeheuer vom letzten Einhorn sein, dass der brennende Stier sich daran ausgelassen hat. Das ist natürlich nicht so gut, wenn der brennende Stier, mit dem will ich jetzt nicht wirklich was zu tun haben. Ist zwar ganz nett, aber das muss nicht sein. Okay, warte mal, also von hier oben. Warum klingt das, als würde da gleich einer von oben runterspringen? Das müsste mir einer erklären. So, okay, dann ging es hier runter und jetzt dann über die Brücke. Okay, alles klar. Ah, natürlich muss ich so viele Hitpoints verlieren, ist ja klar. Haben wir noch Mana für die Auffrischung? Haben wir nicht, scheiße. Egal. Hacken wir um. Ich will nur gucken, dass wir von dieser Wolke wegkommen. Oder Feuerbrunstwand oder was auch immer der Typ da als Überraschung für uns hat. Ja, nicht jetzt so aufregen. Nein, komm. Nicht so aufregen, bitte. Ist alles ganz relaxed jetzt gerade hier. Puh, war das ein Hektiker, oder? Ich würde sagen, wir heilen uns mal ganz kurz.
geben uns dann noch ganz kurz eine kleine Auffrischung. Und dann geht's wieder zurück in den Kampf. Natürlich nur mit, Mann. Alter Schwede. Das ist mir hier jetzt gerade ein... Nach Leute. Einfach ruhig bleiben. Ich wollte hier nichts Böses machen. Ich will hier nichts. Einfach nur ganz nett. Komm. Oh Mann, Alter. Oh, ich habe ja hier diesen Bereich total vergessen. Dann sammeln wir doch gerade erstmal hier das ein, was es hier gibt. Ohne Banditenrüstung. Ne? Nicht ganz mein Stil, aber okay. Schauen wir mal, was das ist. Banditen, Doppeldolche, Alter Schwede, Doppeldolche. Geil. Warte mal, wo geht's hier runter? Warte mal, das sieht auch nicht sonderlich tief aus, aber ich glaube nicht, dass wir es überleben. Ich glaube es irgendwie nicht. So, wir sehen uns vorne am Tor wieder. Puh, was ein Stress. Diese Viecher sind wirklich unglaublich. Ah, noch eine Glut. Die könnte ich eigentlich auch mal benutzen, die Dinger. Ich meine, so oft, wie ich welche finde, würde ich vielleicht weniger sterben. Und dafür hätte ich einfach wesentlich mehr Hitpoints. Ich meine, das wäre von der Theorie jetzt mal gar nicht mal so schlecht. Puh, also diese Agro-Viecher, die können aber auch abgehen, du. Meine Herren. Schauen wir mal, was hier hinten ist. Hier. Lieber mit gezücktem Schild. Warte mal, da oben sieht es aus, als ging es weiter. Und was haben wir hier? Oh, das nächste Feuer. Wer sind das? Das sind zwei Typen. Oh. Der eine trägt meine alte Rüstung. Oder setzen wir uns erstmal hin. Ist aber auch klasse, dass ich eben gerade dann wirklich zwei Meter hier vor dem Dingsumsfeuer draufgegangen bin. Ne? Ich meine, das ist nicht ganz so toll. Naja, also, wir werden im nächsten Teil mit den zwei Typen hier sprechen, sehen, was es mit den beiden auf sich hat. Und ja, dann schauen wir doch einfach mal. Sieht das geil aus hier, oder nicht? Also, tschüss.